Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Boys and Girls, setzt euch hin, nehmt euch einen Tee. Heute wird es krass. Ich habe eine Marke entdeckt, die alles preislich und qualitativ in den Schatten stellt, was wir kennen. Ich bin schock, ich bin sprachlos, ich bin am Boden. Actually, Dad, es geht heute um Twicy. Vielleicht habt ihr schon bei der einen oder anderen gesehen auf YouTube. Twicy ist ein deutsches Unternehmen, was Lidschatten in der EU produziert, vegan und cruelty-free mit einer Qualität. Das habe ich würde fast sagen, so noch nicht gesehen. Es sei denn, du gibst 5 Euro für einen Lidschatten aus. Und guess what? Das Ganze ist wesentlich günstiger als 5 Euro pro Lidschatten. Und wir werden heute einen Look schminken. Ich bin bereit, ich bin motiviert, ich bin happy, ich bin glücklich. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid glücklich und zufrieden. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Und falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr, gemeinsam zu 100.000 Abonnenten dieses Jahr. Ganz kurz, ich muss einmal kurz ausholen. Das Ganze ist wie folgt abgelaufen. Ich bin transparent mit euch. Ich habe eine E-Mail von Twicy bekommen, ob ich die Sachen testen möchte. Und ich kriege am Tag, glaube ich, 50 E-Mails mit, willst du unsere Sachen testen? Und ich schiebe das erstmal beiseite und kümmere mich dann. Dann habe ich aber das Konzept bei Sarah Isabel gesehen, bei Misolde glaube ich auch. Und schon bei einigen gesehen, dachte mir, Moment, die haben dich auch angeschrieben, das musst du testen. Ich habe also gesagt, okay, ihr könnt mir gerne Produkte schicken, ich teste sie dann für mich und können dann darüber reden, ob ich vielleicht einen Rabattcode kriege oder so für euch. Das ist auch so abgelaufen und die Sachen kamen. Und zwar könnt ihr euch die Lidschatten einzeln zusammenstellen. Die kommen dann einzeln so verpackt. Alles made in EU, alles vegan, alles cruelty-free. Und ihr könnt das in so eine Palette machen. Die könnt ihr euch entweder auch damit besorgen. Die gibt es in 16 und nochmal 18. Und es gibt auch Highlighter, Puder, Blushes. Und ihr könnt euch alles einzeln zusammenstellen. Also das Schöne ist, und das finde ich super, und ich liebe solche Konzepte, wenn euch eine Farbe nur gefällt, auch aus diesem Video, ich schreibe euch das unten alles hin, welche Farben ich hier in der Palette habe, dann könnt ihr nur diese eine Farbe kaufen und müsst nicht eine komplette Palette wegen einer Farbe kaufen. Wie oft ist das schon vorgekommen, dass ich in einer Palette eine Farbe sehe und denke, ah, oh, die brauche ich. Actually, Natasha Denona, der Blush ist schön, ich will aber eigentlich nur den Highlighter haben, muss aber trotzdem beides zusammen kaufen. 50 Euro. Tschüss. Wir werden jetzt was schminken. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen meine Base angefangen. Ich bin gerade noch so ein bisschen dabei, das Ganze zu verblenden. Habt ihr schon Erfahrungen mit Twicy gemacht? Ich könnte mir vorstellen, dass es viele von euch nicht getan haben. Ich habe auch einen Rabattcode angefragt, habe freundlicherweise sogar einen bekommen. An dem verdiene ich nichts. Ich sage es immer einfach nur noch mal aus Transparenzgründen mit dazu. Und ich zeige euch hier mal ein paar Swatches von Farben. Ich meine, ihr seht das hier immer noch auf der Hand. Ich habe gestern schon geswatcht und gestern schon so ein bisschen damit gespielt. Pigment ist da. Ich will nicht zu viel spoilern, aber actually möchte ich schon. Ich trage mir noch ein bisschen Concealer auf, denn ich habe von Twicy auch ein loses Puder bekommen, ein Bronzer und ein Blush. Das Ganze sieht so aus. Das Puder kommt in so einem klassischen Döschen, ist versiegelt und wir können das Ganze einmal hier aufdrehen. Und was ich super finde, ist, man kann das hier rausnehmen. Also, ach so, cool. Man kann es komplett rausnehmen oder man kann nur so ein bisschen aufdrehen und dann kann man sich das rausgießen. Ich bin sehr gespannt. Die Produkte habe ich noch nicht benutzt, außer die Lidschatten. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Deckelchen raus. Okay. Extrem fein. Also, das ist schon so fein, dass sich das wie nass anfühlt. Deswegen gehe ich nur ganz, ganz vorsichtig erstmal mit dem Blendefolie hier an den Deckel. Da ist ja noch genug Puder dran. Wait a second. Seht ihr das? Schaut mal, ich gehe hier nur ganz leicht rein. Das ist viel zu viel. Klopf alles ab wieder und gehe so ein bisschen unter meinen Augen lang. Und es sieht aus wie 12 unter den Augen. Okay. Es hätte mal mein komplettes Gesicht. Stopp, Freunde. Stopp, 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 stopp. Was passiert hier gerade? Das ist extrem weich gezeichnet. Ganz weich fühlt sich die Haut an. Oh, wow. Das ist krass. Okay. Puder definitiv go. Richtig krass. Also, ihr seht ja. Es reflektiert so ein bisschen das Licht zurück, ne? Also es sieht glatt aus, es sieht.
Wir machen weiter und zwar gibt es noch Blush und Bronzer. Auch hier ist das Packaging wunderschön, so ein bisschen marmoriert und es gibt auch hier wieder die Verpackung, die man dann einmal hat. Und wenn der Lidschatten leer ist, könnt ihr euch den Lidschatten einzeln kaufen, beziehungsweise den Blush. Wir fangen als erstes mit dem Bronzer an. Der hat einen leichten Schimmer mit drin. Sieht einmal so aus. Ich swatche ihn mal kurz. Ja, Pigment ist auf jeden Fall da. Und ich nehme hier einen fluffigen Pinsel, gehe hier rein. Hier ist sogar ein Spiegel mit. Und setze mir das hier hin. Der Glow ist wirklich nur sehr zart. Also ich glaube, ihr könnt ihn erkennen. Aber ich mag das ja, ne? Wenn das so leicht reflektiert. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu Bronzer? Mögt ihr eher matte Bronzer oder eher glowige Bronzer? Schaut mal, das ist ein ganz zarter Ton. Ist nicht orange. Er ist natürlich warm. Es ist ein Bronzer, kein Contouring-Produkt, ne? Aber er schmiegt sich sehr schön an die Haut an. Mein Pinsel riecht nicht das. Also das riecht auch nicht vegan, cruelty-free, hatte ich schon gesagt. She's cute, oder? Okay, auch das richtig gut. Wir schauen mal nach dem Blush. Da bin ich ein bisschen skeptisch, denn der sieht sehr hell aus. Ja, das ist die Farbe Lady. Ich nehme einen sauberen Pinsel, gehe hier rein, klopfe ein bisschen ab und das setzen wir uns hier hin. Sie ist ein bisschen schimmrig today. Gibt dann gleich so ein Glow. Die Farbe ist, glaube ich, ein bisschen zu hell für mich. Aber wenn ihr heller als ich seid, das ist auch fast wie so ein Highlighter. Das ist so eine Mischung aus Highlighter und Rouge. Ich finde es ganz schön gerade. Also auch vor allen Dingen das Puder unter den Augen hat super gut gesettet. Jetzt, Freunde, also top. Das waren jetzt aber eher so die Add-on-Produkte. Und es geht jetzt wirklich hier um diese Lidschattenpalette. Es gibt blaue Töne, es gibt grüne Töne, es gibt kühle Töne, es gibt warme Töne. Es gibt im Prinzip jeden Ton, den du haben möchtest. Es gibt Pink, es gibt ein Neongrün, habe ich auch gesehen. Das habe ich jetzt nicht mitbestellt. Auf jeden Fall kann man da wirklich schöne Color Stories mitmachen. Was ich schön fände, ist, wenn es vielleicht auch nochmal Neuner-Paletten gibt. Wird es bestimmt irgendwann geben. Aber viele von euch haben ja diese Palettes wahrscheinlich schon zu Hause, diese Magnetpaletten. Ansonsten kann man sie sich da mit dazu bestellen und dann kann man die da reinmachen. Und was ich cool finde, ist, wenn man irgendwann mal wieder verreisen darf, dann nimmst du halt hier den Blush mit raus und packst den hier mit rein und machst dann ein paar Lidschatten, ein paar Bronzer, ein paar Blushes hier mit rein, hast dann alles, was du brauchst in dieser Palette. Jetzt, Freunde, fangen wir an. Wir schminken heute zwei verschiedene Looks. Auf der einen Seite eher so ein bisschen in die blaue Richtung und auf der anderen Seite in die warme Richtung. Und dafür hole ich euch ein Stückchen näher. So, seid ihr schön nah dran. Schaut euch einmal die Base an. Auch dieser Blush mit dem Bronzer, diesem leichten Schimmer, kommt sehr schön raus. Unter den Augen ist alles smooth wie ein kleines Baby. Und wir fangen als erstes mit einem fluffigen Blendepinsel an. Und wir machen hier einen roten Look. Ich gehe dafür als erstes, wir gehen in den, hat ein bisschen Kickback, klopf ab und die setze ich mir hier oben schon mal hin. Okay, ich dachte, das ist heller. Richtig pigmentiert. Schaut mal. Ich dippe hier nur einmal rein und habe die komplette Farbe auf dem Auge. Ich nehme mir einen etwas kleineren Pinsel und gehe in dieses Orange. Ich gehe nur ganz leicht rein. Die hat fast gar keinen Kickback mehr, ne? Und die setze ich mir hier in meine Crease, wollte ich sagen. Stopp. Ich brauche einen Spiegel. Also in der Palette ist auch ein Spiegel drin, aber es ist mir ein bisschen zu schwer gerade. Schaut mal. Die Farbe kommt eins zu eins so raus wie im Pfännchen. Und ich kann sie weiter aufbauen. Ich kann sie aber auch noch mit dem anderen Ton verblenden. Also ich mische die jetzt hier wirklich schön hoch. Das Ocker oder das Gelb oder wie auch immer, dieses Senfgelb war ja nur so die Transition Shade. Aber sie hier? Seht ihr, wie weich das ist? Okay. Ich nehme den Pinsel von eben nochmal, mache den ein bisschen sauber und gehe hier einfach nochmal rüber. Das ist das Schöne. Also ich habe etwas gelernt, was ich eigentlich hätte nie lernen wollen, weil mein faules Herz sagt dann, Pinsel waschen. Wenn ihr mehrere Pinsel benutzt, wird der Blend immer sauber. Erst mit einem fluffigen Pinsel die Transition Shade 1, dann mit so einem Packing Brush die richtige Transition Shade eigentlich und dann wieder mit dem Pinsel hier einfach rübergehen und dann habt ihr diesen Blend, dass es gar nicht aussieht, als hättet ihr zwei verschiedene Farben drauf. Wir nehmen den Pinsel von eben und gehen in das dunkle Rot, auch gar kein Kickback mehr. Und das setze ich mich hier hin in die Crease. Und ich werde immer dunkler. Krass. Die Farben passen auch sehr gut zusammen. Ihr könnt euch das natürlich dann auch so zusammenstellen, wie ihr wollt. Aber actually, ich liebe diese Farben. Ich baue mir das Ganze hier noch so ein bisschen in der Crease auf und gehe dann mit demselben Pinsel ganz leicht in dieses Braun, was ich hier oben habe. Auch hier der Pinsel extrem voll. Und das setze ich mir hier hin. Die Lidschatten, ich habe sie ja schon geswatcht vorhin und gestern, sind wie nass. Also das ist natürlich nicht nass, aber die Textur, ich swatche euch einmal hier kurz das Rot, ne? Das ist so extrem pigmentiert.
aber man kann trotzdem mitarbeiten. Also ihr seht ja, ich habe ja jetzt kein Problem, die Farben hier aufzutragen und auszublenden. Und das ist was gerade so meinen Kopf ein bisschen verwirrt, weil wenn ich habe euch neulich diese neue Natasha Denona Palette gezeigt, ne? Erinnert ihr euch? Und da sind die Lidschatten natürlich auch extrem pigmentiert. Ich würde sogar sagen, gar nicht so krass wie das Rot jetzt hier beispielsweise. Aber durch diesen großen Ölanteil in den Natasha Denona Paletten, die diese Pigmentierung, diese Cremigkeit hervorrufen, ist es immer sehr schwer auszublenden. Hier, sag du es mir. Ich gehe nochmal mit einem sauberen Pinsel jetzt einfach hier rüber und blende das Braun in das Rot. Ich nehme noch so ein bisschen Rot auf, das miteinander zu verblenden. Aber auch selbst das geht. Also ihr seht, guck mal, dieser Ölanteil in dem Lidschatten ist nicht so hoch, dass man das nicht ausgeblendet kriegt, ne? Wenn ich jetzt nicht so viel gequatscht hätte. Okay, ich nehme meinen Concealer Brush. Mach den ein bisschen nass und wir gehen in diesen hellen Schimmerton hier. Ich zeige ihn euch. Das ist ein bisschen schwierig mit einer Hand. In diesen hier. Auch die sind extrem weich. Nehmen ein bisschen wieder ab. Ich glaube, es ist sonst zu viel. Und damit ziehen wir uns jetzt eine Cut Crease. Okay. Das mit einem Pinsel, ne? Ich hätte mir jetzt gerne noch so ein dunkleres Rot genommen. Habe ich mir jetzt aber auch nicht ausgesucht. Gab es aber, glaube ich, auch. Um das so ein bisschen miteinander zu verblenden. Deswegen gebe ich jetzt einfach nochmal diesen Pinsel hier. Blend das hier so mit rein. Und habe dann halt wie so einen schönen Blend. Also extrem pigmentiert. Schaut mal, wie der reflektiert. Wollen wir weitermachen mit Blau? Weil Blau, Freunde, ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben es in meiner Palette mit Catrice gesehen. Ist extrem schwierig, das zu machen. Wir haben es hinbekommen bei Catrice. Jetzt ist die Frage, wie schafft es Twicy als Familienunternehmen, was noch recht neu ist? Ich gehe als erstes mit einem kleinen Packing Brush. Der ist von Ellie in das dunkle Blau. Fast gar kein Kickback. Twicy, wie habt ihr das gemacht? Und die setze ich mir direkt hier in die Crease rein. Das ist nämlich jetzt, da muss man immer so, das ist immer so ein bisschen hin und her, ne? Bei hellen Farben, bei wärmeren Farben fange ich gerne mit hell an. Bei kühlen Farben arbeite ich immer gerne erst mit der dunkelsten Farbe. Siehst du, man kann sie gut aufbauen. Ich habe natürlich jetzt mein Lid auch schon so ein bisschen gesettet mit dem Puder. Aber schau mal, wenn ich hier rüber gehe, kommt die Farbe definitiv auch wieder raus. Ich nehme jetzt das helle Blau und das ist so krass. Ich meine, ihr seht das selbst hier leuchten. Und das setze ich mir schon mal hier an den Rand und bleibe nur ganz, ganz leicht darüber, dass sich das dunkle Blau mit dem helleren Blau verblendet. Jetzt nehme ich einen fluffigen Pinsel, der ist nur eingefärbt. Gehe in das Blau und damit blende ich jetzt hier einfach oben rüber und habe dann mit zwei Farben einen extrem weichen Blend hinbekommen. Ihr könntet das natürlich auch mit so einer kühlen Farbe wie hier dem oder dem Ton ausblenden. Ich persönlich bleibe dann aber immer sehr gerne in der eigenen Farbfamilie. Look at that. Schaut mal, ich komme ein Stückchen näher. Wie weich ist dieser Blend? Hier so ein bisschen nach außen. Wow. Wir nehmen wieder den Pinsel von eben und ich muss euch das kurz swatchen. Es gibt auch Duochrome Shades. Das ist unter anderem dieser Ton hier. Und der ist so weich und ist eher so ein bisschen in die Topper-Richtung. Schaut mal, wie schön der reflektiert. Ich nehme jetzt als erstes den hellen Ton hier oben. Ziehe mir damit die Cut Crease vorne. Gehe dann in diesen Ton hier, blend das aus damit und außen gehe ich dann nochmal hier in diesen Topper-Ton und gehe damit so ganz leicht rüber. Wow, okay, ich muss nochmal mit meinem Finger hier rein. Ich will diese Farbe überall. Seht ihr das? Das reflektiert so ein bisschen Silber und Blau und mega. 3, 4 Farben, boom. Schaut mal, ich bin jetzt nochmal ein Stückchen weggerutscht, damit ihr das Ganze auch in dem kompletten Vibe seht. Wie krass ist das? Ich würde mir einmal kurz Mascara und Lashes aufkleben und Lippen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo? Können wir ganz kurz darüber sprechen, wie schön diese Looks sind? Also das ist natürlich so sophisticated. Ich gehe zum ersten Date. Das ist, hallo, mein Name ist Maxim. Punkt, 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 Giacomo. Look at her. Das ist unglaublich gut. Ich habe das Ganze jetzt auch noch mal so ein bisschen durchgerechnet. Die matten Farben kosten alle so 2,95. Das ist 10, 15, 20 Cent teurer als ein Einzellidschatten von Catrice. Das ist 4 Euro günstiger als ein Einzellidschatten von L'Oreal, die bei weitem nicht diese Qualität haben. Das kommt preislich und qualitativ niemals an Natasha Denona ran. Das liegt weit darüber. Ihr habt es gesehen, diese matten Farben, ich meine, das ist, ich bin sprachlos, wie deckend diese Farbe ist. Und das ist einmal mit dem Finger rein. Wollt ihr nochmal ein Pink sehen? Hier habt ihr ein Pink. Hier, wollt ihr nochmal ein Gelb und ein Grün? Boom.
ultra, ultra gut. Es ging so einfach damit zu arbeiten. Die Looks sind so unfassbar schön geworden. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut bitte unbedingt bei Twicy vorbei. Selbst wenn ihr euch nur eine Farbe holt, die euch gefällt, dieses Blau oder die matten Farben, das sind die besten matten Farben, die ich seit langem benutzt habe. Einfach, günstig, extreme Qualität. Ich glaube, ihr habt gemerkt, ich bin sprachlos. Schaut vorbei, ihr könnt mit dem Code ein bisschen was sparen. Ich verdiene daran nichts. Ich sage es immer wieder dazu, weil es dann immer so wirkt. So, naja, du verdienst ja auch was. Girl, no. Ich verdiene was, wenn ihr meine Werbung guckt. Ich bin sprachlos. Vielen, vielen Dank an Twicy, für, dass es euch gibt. Vielen Dank an euch, dass ihr hier mit dabei wart. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns beim neuen Video ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal.